Ja, Leute, wir drehen das Video zu Rooftop. Wir sind hier im wunderschönen L.A. I feel your vibes, they are circling. You cut so deep, cut so deep. Wir sind endlich gelandet nach, ich glaube, 15 Stunden Flug. In diesem wunderschönen Kostüm kannst du mal ein schönes Haus zeigen. Ich verstehe einfach nicht, warum es immer, egal ob Oktober oder März, es ist einfach immer geiles Wetter und es ist immer perfektes Wetter, ne? Ja, und jetzt bin ich sehr, sehr müde und freue mich auf, gleich auf Schlaf und 4-5 Stunden und dann geht es morgen um 5 Uhr. 4:30 Uhr geht's los. 4:30 Uhr? Ja. Nein, aber Dicke, wirklich so früh? Wir wollen ja Sonnenaufgang haben, deswegen 4:30 Uhr morgen aufstehen. Ja, also im Grunde genommen ist die Story in dem Video sind einfach deine Eindrücke von der abgefuckten Stadt so ein bisschen, wie du durch die Stadt gehst, wie du mitperformst, wie du nicht mitperformst, gemischt mit ganz viel Performance halt. Hi Jungs, mein Name ist Tim Eiche, ich bin der Producer hier in Los Angeles. Hier ist der LA River, wurden schon einige Filme gedreht, ne? Und jetzt Nico Santos. 'Cause I thought that the trust had gone. Didn't see this coming along. You made me a believer. You made me a believer. Geil, geil, bleibt genauso. Diese Optik hier ist halt das, was man seit klein auf aus den Filmen und aus Musikvideos kennt. Und das ist geil, wenn man selbst durch die Kamera schaut und das sieht und einfach alles irgendwie geil aussieht. So, man kann nicht viel falsch machen. Gibt schon geilen Push, ne? Wenn ja, hi, cool. Du guckst dir den an, denkst, okay, war geil. Unbedingt halt irgendwie dieses Ding machen, dass er sie die ganze Zeit in irgendwelchen Reflexionen und Spiegelungen sieht und sie aber eigentlich nicht da ist. Und am Ende, der letzte Shot ist dann diese Spiegelung unten, dann geht die Kamera langsam nach hinten und dann sieht man, dass sie auch wirklich da steht. Und das ist so ein bisschen der Clou ist. Aber mir fehlt einfach dieses, ich weiß noch nicht, wo er sie überall sehen kann, ohne dass es halt wack will. Er guckt so und dann ist sie doch nicht da. Und dann so. Das ist halt auch nicht so nice. Das ist noch so das Ding, wo ich noch irgendwie heavy mit dem Film machen gesagt, weil ich hab Angst davor gehabt, weil so vielleicht fällt mir da noch ein, fuck, wir brauchen noch was, aber eigentlich bin ich gerade nochmal alles im Kopf durchgegangen und ich glaube, wir haben tatsächlich alles und ich glaube, wir haben ziemlich viele geile Sachen. Ist geil? Ja, Mann, guck mal, wie das hier los wird. Du willst mich verarschen. Es wird eh hart, geile Sachen wegschmeißen zu müssen, aber das ist besser als nicht genug zu haben. Deswegen würde ich sagen, Nico, it's a rap, oder? It's a rap, Mann. Geil. Ach, vielen Dank für dein Vertrauen, Mann. It's a rap, man. Dickerchen. Vielen, vielen Dank, ne, für das Unglaubliche. Wir haben wirklich so 2 Wochen überlegt, wo wir es machen. Dann habe ich gedacht, sag mal, Dicker, ich bin ja eigentlich in L.A. zum Songwriten, wollen wir es nicht da machen? Ja. Ja, und an der Stelle der ganze so einen riesen Shoutout an Tim. Für seine gelassene Art, mit den ganzen Amis zu reden und so. Es hat auch voll viel gebracht, weil sie einfach alle so voll gechillt dann waren und ja, so. Ne? Auch bei allen Rooftop-Locations und so. Es war schon mega Bock gemacht. Shoutout an Tim. Du bist der größte Dickerchen. Alright, ab zu Subway! Ab zu Subway, Digga, sofort! Sofort!